Hi! Hi! So. Es ist so cool, dieses Bild da bei dir im Hintergrund. Ja, ich habe sonst privat gar keine Bilder von mir hängen, bis auf dieses eine. Ah, toll. Ja, das, dazu wirst du ja auch später noch was sagen. Da freue ich mich schon drauf. Und? Alles gut bei dir? Ja, war ein produktiver Tag, aber wenig Pausen. Aber war gut. Viel Wichtiges geschafft. Das liebe ich ja, wenn man so wichtige Sachen abhaken kann. Ich habe auch gesehen, dass du ganz fleißig bist, was den Förderpreis anbelangt, den BFF-Förderpreis. Da hast du ja heute dein, oder genau, diese Woche, ne? Ja, genau. Mein Takeover ist heute losgegangen. Hab dich auch fleißig verlinkt. Genau. Ja, ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich euch noch ein bisschen was zeige und habe das aber so nach ganz hinten geschoben, gestern Abend noch ein bisschen geguckt. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Und kommt ja dann doch auch immer lockerer, wenn man es halbwegs spontan macht. Auf jeden Fall. Hauptsache, ich muss nichts machen. Einfach nur weiter verteilen, aber nicht, ja. Nee, ich mach das. Aber weiter verteilen ist schon richtig gut. Mal schauen, mal schauen. Schalten sich noch Leute ein? Ja, wir können ja noch eine Minute warten. Eine Minute ist ganz schön lang, muss ich sagen. Worüber reden wir jetzt? Ja, ich bin ja eher so lieber wie die meisten Fotografen hinter der Kamera und nicht vor der Kamera. Und ja, aber es muss sein. Ja. Man kommt halt gar nicht mehr da irgendwie drum rum. Man muss eigentlich auch jetzt immer irgendwie was erzählen. Ja, das. Irgendwann mal. Deswegen sind diese 15 Minuten sehr dankbar. Ja, ganz schön lang, 15 Minuten. Ach, das geht ganz, ganz fix. Ja, ich würde sagen, ich kann ja schon mal so langsam erzählen, was das für ein Format ist, ein bisschen loslegen. Genau, herzlich willkommen an alle, die jetzt schon dabei sind. Und schön, dass du dabei bist, Monika, das freut mich sehr. Genau, 15 Minuten, 15 Minutes, das ist auch Programm. Ich werde gleich sagen, es geht los und dann haben wir wirklich nur 15 Minuten und hören einfach auf, wenn die vorbei sind. Genau, wenn ihr Fragen habt, ich werde am Ende auf jeden Fall noch ein paar meiner mehr oder weniger ernsten Fragen stellen. Absturz. Technik. So. Genau, und wenn ihr, die zuschaut, auch Fragen habt, stellt die gerne in der Fragenfunktion. Da ist unten so eine Seifenblase mit einem Fragezeichen drin. Endlich. Ja, da. Geil. Genau. Ich glaube, also so viel mehr Aufregendes gibt es zum Format auf jeden Fall auch nicht mehr zu sagen. Ich werde dich, Monika, gleich kurz vorstellen, aber wirklich auch nur ganz knapp, weil es gibt das Internet, man kann sehr viel googeln. Wir nutzen diese Zeit lieber für Dinge, die man vielleicht nicht durch Googeln rausfindet. Ja, und dann kurz gucken, ob ich irgendwas Essentielles vergessen habe. Nö, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich stelle dich kurz vor. Monika, du bist Fotografin und Regisseurin. Du zeigst hier zwar nur Fotos, aber auch da wieder geht auf Monikas Website. Es lohnt sich definitiv, sich auch die Filme anzuschauen. Du kommst aus dem Bereich Mode und Werbung. Du hast etliche Preise gewonnen für deine Arbeiten. Du hast ausgestellt. Auch da würde ich sagen, Google, Website, da steht das alles. Und du hältst auch Vorträge, machst Mentoring, wie wir eben ja schon kurz erwähnt haben, zum Beispiel beim neuen BFF-Förderpreis, wo du gerade meine Mentorin bist. Genau, dann würde ich sagen, ich übergebe an dich und deine
Bilder und hoffe jetzt, dass ich nicht auch so einen Absturz. Ja, das ist auch, glaube ich, nochmal fixieren hier. So. Okay. Also du hast ja ein bisschen erzählt, also ich bin Modefotograf. Ich würde mich selber jetzt nicht als die klassische Modefotografin bezeichnen. Ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt und habe auch in meinen freien Arbeiten immer wieder versucht, Stories mit Mode zu verknüpfen und möglichst auf verrückte, ungesehene Weise. Das war so immer mein Anspruch. Am liebsten, also was ich total toll fand, ist mir vorzustellen, wenn ich eine Strecke mache, dass jemand sich das anschaut und denkt, oh mein Gott, was ist so verrückt? Also das war immer so ein bisschen dieser Antrieb. Ich liebe Humor, was in der Modefotografie jetzt nicht so üblich ist, aber ich habe immer versucht. Und das ist jetzt mal so ein Bild, so exemplarisch für die Art, wie ich vor vielen Jahren auch fotografiert habe. Also es ist wirklich schon eine ganz alte Strecke. Sekretariat, da ging es darum, den Alltag einer Sekretärin, die aber auch gleichzeitig eine Katze ist, zu erzählen. und ja, das ist jetzt ein Bild, wie sie praktisch in der Mittagspause in ihrem Katzenkörbchen schläft. Und die Idee zu der Strecke war einfach, ich mochte diesen Look aus dieser so 80er, Ende 70er Zeit, Büro, Office. Das fand ich spannend, auch von den Props. Und das war irgendwie zu langweilig, jetzt eine Sekretärin zu fotografieren. Und ich habe dann bei Google eingegeben, so Wortkombination, Secretary, und dann irgendwelche Wörter dazu. Und dann kam Cat und Secretary Cat gab es irgendwie noch nicht. Und habe ich gedacht, hey, das an, lass uns eine Story über eine Katze erzählen. Und das war jetzt mal so eine Strecke, wie ich also vor langer Zeit angefangen habe. Geil. Soll ich zum nächsten Bild gehen? So, und dann ist es natürlich nicht so einfach, wenn man das Ziel hat, man möchte in der Modestrecke eine Geschichte erzählen. Man ist ja limitiert auf 8 bis 10 Motive und da ist natürlich sehr schwierig, eine Story einzubinden, sodass der Betrachter das dann auch versteht. Also ich habe das immer wieder versucht und ich habe dann in der freien Arbeit, das war, glaube ich, 2011 oder 2010, habe ich gedacht, naja, ich versuche die Geschichte von dem weltexklusivsten Pizzataxi für Fetischliebhaber und habe dann angefangen zu fotografieren und es hat aber alles nicht geklappt. Also ich habe das Shooting zigmal wiederholt, weil Story ließ sich einfach nicht erzählen. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, okay, das geht eigentlich nicht mit den Mitteln der Fotografie. Ich muss es filmen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Anfrage von einem Brin-Label gehabt. Die haben gesagt, hey, magst du eine Kampagne für uns fotografieren? Mach, was du willst. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns einen Film machen. Und habe dann somit praktisch meinen ersten Fashion-Film gedreht. Versehentlicherweise, weil damals wusste ich, was ist ein Fashion-Film? Das war alles noch am Anfang. Und ich habe einen Kameramann gebucht und das war so der erste Ausflug in den Filmbereich, obwohl ich da vorher gar nie hin wollte. Und das Projekt war dann so erfolgreich, das hat sich dann unfassbar schnell verteilt im Internet und zig Preise haben wir damit gewonnen. Und dann war irgendwie klar, dieses Medium Film ist ja eigentlich total gut für mich, weil es mir im Film einfach leichter fällt, Geschichten zu erzählen. Precious Pizza heißt es. Ist ein bisschen, sehr sexy für manche. Für manche auch nicht. Guckt es euch an. So, das ist jetzt ein Motiv aus auch einer freien Arbeit. Und zwar, was ich total mag, ist Improvisation. Denkt man oft viele nicht, wenn die meine Bilder sehen, weil das alles sehr konstruiert aussieht. Aber ich liebe es zu improvisieren. Und wir hatten ich hatte einen Job, ein Lookbook-Shooting und als wir fertig waren am Abend mit dem Shooting, hatte das Model Nina Delianin, ist eins meiner Lieblingsmädchen, die immer Lust hat zu fotografieren, die war noch nicht müde genug, gesagt, komm, lass uns noch rein. Wir hatten aber nichts da, außer Schuhe und Strümpfe. Und in diesem Mietstudio hing an der Decke so ein halblebiger Luftballon, der war mal prall
gefüllt, aber der war so, so ein Heliumballon. Und wir haben den dann mit so einer Leiter runtergeholt und haben dann eine Strecke damit fotografiert. Das waren, ich glaube, auch so 10 Motive. Also nur Strümpfe, Schuhe, Ballon. Und ja, ist auch eine meiner Lieblingsstrecken, weil die so unerwartet in mein Leben kam. Ja, also die habe ich nicht geplant, sondern das ist dann einfach passiert. Und mit dem richtigen Model, die da auch Lust hat zu experimentieren, ja, da passieren immer die besten Sachen. Ach, großartig. Da haben wir es, das Bild, das hinter dir hängt. Genau. Ja, also, ich habe irgendwann mal durch Zufall den Sänger Mackes kennengelernt von Orsons. Wir wurden zusammengebracht von Leuten, die gesagt haben, hey, ihr seid kreativ. Es matcht vielleicht kreativ bei euch. Und ich habe mich mit ihm getroffen, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Und habe aber da schon gedacht, ich mache auf gar keinen Fall ein Musikvideo. Also Musikvideo. Logo. Niemals Musikvideos. Ich habe auch schon zig Musikvideos abgesagt und habe zu ihm auch dann gesagt, pass auf, wir machen was unbedingt, aber es wird kein Musikvideo. Und so waren wir dann eigentlich, so war es eigentlich geplant. Also die Idee war, wir... ja, das Konzept habe ich so mit ihm zusammen entwickelt und den Look und wo man dreht und fotografiert. Also das ist wirklich eine Sporthalle, die ist rosa, die haben wir nicht eingefärbt, sondern die existiert wirklich so im Schwarzen. Doch. Und die habe ich durch Zufall entdeckt und habe dann so ein bisschen mir ein Konzept überlegt, auch so ein Farbkonzept. Und letzten Endes war dann der Plan an einem Tag, wir drehen ein bisschen, kurze Szenen, also eher so kleine 10 Sekunden und fotografieren. Und letzten Endes ist dann doch ein ganzes Musikvideo draus. Mist. Ja, also ganz strange. Ja, aber das hat einfach so gut gematcht, auch mit den Orsons. Und es war einfach, das war ein Spaziergang. Das war eine der Produktionen mit Film, die dann auch wirklich ganz entspannt war und... ja, denke ich gerne daran zurück. Und dieses Bild ist da auch noch entstanden. Das war ein Motiv, das ich eigentlich schon länger im Kopf hatte, aber nie umsetzen konnte. Und das hat genau da reingepasst dann in diese Geschichte. Und ich habe dann ja anhand dieses Bildes unheimlich viel Resonanz bekommen und eine Ausstellung in Lissabon. Und also das hat sich dann so weltverteilt und da, das ist auch so das, was ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn man irgendwas macht, was Kreatives, was Freies oder eine Idee umsetzt, die einem am Herzen liegt, die findet dann immer ihren Weg in die Welt hinaus. Und ja. Schön. So, ja, also du weißt ja, du hast ja auch gesagt, dass ich auch kommerziell arbeite, also im Modebereich hauptsächlich, aber es ist auch so, dass manchmal ist auch super gut matcht mit meiner Fotografie und dem, was sich ein Kunde vorstellt. Und das war ein Mega-Projekt in Corona. Und zwar für Objekt Carpet. Das ist ein Hersteller von Bodenbeleg, im Bereich. Und Ippolito Flights Group, die haben praktisch diese Teppiche entwickelt für Objekt Carpet. Und die haben mich dann gefragt, ob ich Lust hätte mit denen, ein Fotoshooting zu machen und wo ich meine eigene Vision damit reinbringen konnte und mit Struktur, Formen und Farben zu arbeiten. Und das hat so gematcht. Und letzten Endes haben wir dann Corona, in die Messe ausgefallen ist, haben wir dann nochmal einen Film auch gedreht. Und ja, der ist auch so geil. Und wir haben da auch einige Preise gewonnen. Ja, das ist dann so ein Match in Heaven, wenn man einen Kunden hat, der dann auch Lust hat, mit mir was umzusetzen. Ja, also die Kampagne tatsächlich hat mich damals in Anführungsstrichen auf dich aufmerksam gemacht, weil ich die so unfassbar großartig fand, finde. Und auch der Film echt Bombe. Dankeschön. Nee, war toll, weil einfach selten, dass man
in der angewandten Fotografie dann so viel Freiheit hat oder auch, dass es so gut matcht, dass man dann das alles so zusammen entwickeln kann, ohne so viel Vorgaben. Und das war der Fall und das hat ganz viel Spaß gemacht. Glaube ich, das ist echt der Traum. Okay, die Zeit ist schon wieder sehr knapp, aber ich fand es zu interessant, um zu unterbrechen. Ich stelle jetzt schnell ein paar Fragen. Okay, was ist dir lieber? Ein Jahr lang im Orsons-Video leben oder eine Woche Teppiche klopfen? Ein Jahr im Orsons-Video Teppiche klopfen lassen. Frühstück oder kein Frühstück? Kein Frühstück. Was ist dir lieber? Noch so eine Frage. Eine Woche lang durchgehend alles monochrom rosa sehen oder bei jedem zweiten Blinzeln schwarz-weiß? Definitiv rosa. Auf jeden Fall rosa. Okay, noch eine letzte Frage. Was darf bei einem Shoot auf keinen Fall fehlen? Außer deiner Kamera natürlich. Also das Typische, was wahrscheinlich jeder sagt, Musik. Musik ist extrem wichtig. Und dann ist für mich am wichtigsten die gute Laune, dass alle Lust haben und dass auch das Model experimentierbereit ist, dann ist alles perfekt. Cool. Ich finde, das war ein richtig guter Abschluss. Ich schaue noch mal kurz, ob eine Frage gestellt wurde. Aber ich sehe keine. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir haben es richtig sportlich durchgezogen. Perfekt. Ich danke dir auf die Einladung und drücke dir Daumen für dein Projekt, für den Award auch. Und viele Grüße soll ich noch ausrichten von mir und dir an. An Sonja und Götz natürlich und an Katja, unseren dritten Engel. Wir kämpfen, wir rocken das Ding jetzt auf jeden Fall zusammen. Genau. Ich freue mich richtig drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche noch einen schönen Abend und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Das wünsche ich euch auch. Ciao. Tschüss.